Ja, mein Name ist Julia Franz. Ich bin 18 Jahre alt und mache momentan ein freiwilliges soziales Jahr Politik bei Politik zum Anfassen in Hannover, genauer gesagt in Isernhagen. Gebürtig komme ich aus Ostfriesland und habe da im Sommer mein Abitur gemacht und für das FSJ Politik bin ich nach Hannover gezogen. Da ich der erste Jahrgang in Niedersachsen bin, der nach der 12. Klasse Abitur gemacht hat, habe ich mir überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, erst einen Freiwilligendienst zu machen und dann ein Studium zu beginnen. Und da mich Politik und politische Prozesse interessieren, habe ich mir überlegt, ein FSJ mit dem Schwerpunkt Politik zu machen. Politik zum Anfassen hat für mich die perfekte Mischung zwischen praktischem Arbeiten und trotzdem interessanten Themen geboten. Mich hat es interessiert, dass wir viel mit Jugendlichen arbeiten und gleichzeitig Medienprojekte starten. Man kann eigentlich gar keinen typischen Tagesablauf beschreiben. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag dasselbe tun, sondern eher ganz, ganz abwechslungsreich. Und das ist gerade das Besondere an dem Freiwilligendienst bei Politik zum Anfassen. Jeder Tag ist anders, jede Situation ist eine neue Herausforderung. Man kann nie sich genau darauf vorbereiten, was im nächsten Moment passiert, sondern muss immer spontan bleiben. Einerseits haben wir Büroarbeiten zu tun, wie jeder andere Freiwillige es wahrscheinlich auch jeden Tag sieht. Das heißt, E-Mails schreiben, Kontakte pflegen, andere Büroarbeiten tun, Filme schneiden, Sachen vorbereiten, Unterrichtsmaterial sammeln und so weiter. Andererseits gehen wir aber auch in Schulen und machen dort Projekte mit den Schülern. Das sind ganz unterschiedliche Projekte. Wir versuchen dabei oft mit Medien eher sperrige Themen aufzuarbeiten, zum Beispiel Zwangsehe oder Integration, aber auch besonders den Schwerpunkt auf kommunalpolitische Themen zu legen. Das große Projekt, was jedes Jahr in Hannover stattfindet, was wir leiten, ist Pimp Your Town. Dabei geht es darum, dass die Schüler die Ratssitzung in Hannover selber nacherleben. In diesem Planspiel spielen die Schüler also echte Politiker und versuchen selber, sich in die Lage der Politiker hineinzuversetzen. Sie bereiten selber Anträge vor, was sie finden, was in Hannover zu verbessern ist. Und am Ende dieses Planspiels ist der große Planspieltag, an dem alle Schulen, die daran beteiligt sind, zusammenkommen und im Rathaus eine Ratssitzung nachspielen. Das Besondere daran ist, dass teilweise die Anträge, die die Schüler beschlossen haben, auch in die echte Arbeit der Politiker in Hannover eingeht und somit ihr Spiel wirklich zur Wirklichkeit geworden ist. Für unser Projekt Pimp Your Town wurden wir als einer der 365 Orte im Land der Ideen ausgewählt. Ich finde, das FSJ Politik ist eine gute Möglichkeit, um mal aus dem Kosmos Schule hinauszukommen und mal etwas Praktisches zu tun, bevor man wieder im Studium ist und wieder in der Uni ist und wieder eine andere Schule zu bestreiten hat. Besonders gut bei Politik zum Anfassen, das ist deshalb, weil wir so viel praktische Arbeit machen und man das wirkliche, echte Leben mal kennenlernt und man aber trotzdem auch einen echten Arbeitsalltag, wie er auch später mal in meiner Zukunft aussehen könnte, erleben kann. Man sieht, dass hinter vielen Projekten sehr viel Arbeit steckt und die Verbindung von Arbeit mit Jugendlichen, politischen Themen und medienpädagogischen Inhalten ist wohl einmalig in Niedersachsen. Ist auch Politik und jetzt zum Anfassen, Politik zum Anfassen. E.V.